Guten Nachmittag. Warum habe ich dieses Video so genannt? Die CO2-Idioten belehren. Nein, wollen wir nicht. Aber warum Idioten? Ganz einfach, weil wirklich da trieft die Dummheit schon raus einerseits und die Verblendung. Es gibt viele Leute, die bringen ihre Argumente oder Zweifel oder was auch immer ganz normal an, gar kein Problem. Dann gibt es noch die Trolle und so weiter, das ist aber nicht das Problem. Aber wollen wir denn diese Leute, die ja, die offensichtlich verblendet sind oder zumindest dumm oder auch im Allgemeinen nur verblödet. Wollen wir die belehren? Nein, wollen wir nicht. Was wollen wir dann? Für alle, die quer eingestiegen sind hier in dieses Video. Ich hatte vorher ein Video unter anderem auch gemacht, CO2-Mangel in Deutschland. Ja, gut, okay. Lässt sich alles einfach nachrechnen, aber das begreifen die ja nicht. Ich hatte schon vorher gesagt, dass es da einen Haufen Blödsinn geben wird. Ist er auch gekommen, okay. Aber jetzt im Zuge dieser vielen, vielen Kommentare kam Folgendes. Und zwar Revolutionär B schrieb vor einer guten halben Stunde, was bringt es denn, mit Leuten zu diskutieren, die meinen, dass CO2 ein Giftgas für die Erde sei und andauernd etwas von 1,5 Grad schwafeln? Da habe ich dann geantwortet, ja, was bringt es? Allerdings sollten wir die Menschen sicherer machen, die über den gesunden Menschenverstand verfügen, sich aber fachlich etwas unsicher sind. Oder? Und Postskriptum, und dass es für die Genannten, ne, diese Leute, die sich noch unsicher sind, hilfreich ist, zeigt, wie die Klimidioten wettern. Ja gut, bin mal gespannt auf seine Antwort, aber das ist im Prinzip hier meine Antwort insgesamt dieses Video. Ganz einfach, es gibt so viele Leute, die sagen, aus ihrem gesunden Menschenverstand, weil sie eine breite Bildung haben, eine breite, nicht eine tiefe unbedingt, deswegen auch IQ ist nichts und Unbildung alles. Weil sie eine breite Bildung, also ihren gesunden Menschenverstand haben, sagen die, das ist alles Quatsch. Aber wenn sie dann mit irgendwelchen seltsamen Berechnungen, die gar keine sind, irgendwie in die Irre geleitet werden, dann fangen sie doch an, sich selber anzuzweifeln. Wie sagt Julian Reichelt immer, keine Angst, sie sind nicht alleine mit ihrer Meinung. Ja, schon. Auch deswegen machen wir solche Videos, beziehungsweise, sage ich immer, erwerbt Wissen. Das ist der ganze Hintergrund. Also belehren, die Klimidioten belehren, hat keinen Sinn. Aber unsere Leute, die sich fachlich noch ein bisschen unsicher sind, die einfach sicherer machen. Das sehe ich, was diese CO2-Videos zum Beispiel angeht, sehe ich als den Hauptgrund an, diese Videos auch zu machen. Ja, jetzt müsste natürlich auch die entsprechende Werbung auch für das Buch gekommen sein. Und bitte schreiben Sie mich an, wenn Sie irgendwelche Werbung von YouTube bemerken. Ich glaube, ich habe die jetzt mittlerweile erfolgreich ausgetrieben. Ich habe nämlich nichts davon. Und Videos von mir mit Werbung zu beschalten, das finde ich schon, ist eine Sauerei. Gut, na dann. Auf denn, erwerbt Wissen. Nicht belehren, nicht bekehren, aber einfach das Wissen weitergeben, um unsere Menschen sicherer zu machen, die sich noch nicht ganz so sicher sind. Also, ich wünsche was Schönes. Bis zum nächsten Mal.